Was für eine heftige Situation. Wir wissen nicht, ob wir diese Mission erfolgreich abschließen können, weil wir nicht wissen, ob wir unsere Daedalus-Werft in der Bildmitte zu sehen beschützen können vor dem erbitterten Feindfeuer der beiden Nemesis-Schiffe, die ein bisschen nach Beginn der Schlacht aus dem Nichts hier aufgetaucht, reingesprungen sind in das Geschehen. Die könnt ihr sehen, hinten der rote Punkt, der aufleuchtet und rechts etwas versetzter ist das zweite Nemesis-Gegnerschiff. Hier unsere Daedalus-Werft. Ihr seht, die Punkte, viel Rumpf. Punkte sind nicht übrig geblieben. Höchstens vielleicht noch 40% der Trefferpunkte hat die Werft noch. Wir haben zwar noch kein Schiff verloren, der Feind schon mehrere. Ein Talon-Großkampfschiff und zwei Geschwader. Aber es sind halt diese beiden Nemesis-Schiffe noch da. Und hier hat der Feind auch noch ein Talon-Schiff. Und wir machen jetzt etwas, was ich unglaublich ungerne mache. Wir müssen unsere Feuerkraft nämlich auftrennen. Wir müssen versuchen, das Feindfeuer vom Beschuss der Daedalus-Werft abzulenken auf den Angriff auf unsere Schiffe. Und dafür müssen wir unsere Flotte splitten. Geht nicht anders, gefällt mir überhaupt ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Schauen wir uns zunächst mal an, wo unsere Geschwader stehen. Das Geschwader hier. Und damit attackieren wir mit diesen 40 kleinen Mini-Jägern, die im Raum unterwegs sind, diesen fetten Pott, die Talon. Das ist schon yes, sir. In Himmelfahrtskommando. Mit stoischer Gelassenheit akzeptieren die Pilotinnen und Piloten die Herausforderung. Und das andere Geschwader, das schicken wir rüber, sagen wir mal, zu dem Schiff hier. Das ist nämlich, das zeigt uns nämlich sein Heck. Und das hat hinten nicht mehr, nee, das hat ist hinten mit der Rüstung runtergepumpt. Aber das dreht sich schon wieder in den Angriffsmodus zu uns hin. Das heißt, das ist zwar potenziell gleich das Gefährlichste, aber das hier könnten wir am ehesten attackieren. Ganz schwer zu sagen. Wir machen das so. Wir greifen tatsächlich das da hinten an, weil das will gleich auf unserer Daedalus-Werft drauf feuern. Und dann schauen wir uns noch unsere anderen Schiffe an. Das hier ziehen wir hier rüber. Und greifen tatsächlich den da hinten an, den Brocken. In zwei Runden. Möglicherweise ist das schon in einer Kampfrunde dann. Können wir. Understood. Dann auch wieder Lenkraketen abschießen. Und hier gehen wir auf den vollen Angriffsmodus bei der Einsatztaktik. Bei der Daedalus, das muss ich noch nachtragen, sind wir zwar in der Defensive, aber wir reparieren jetzt auch mal die Mechanik hier. Und bei der. Die beiden sind weit weg. Das ist noch das zweit am nahesten gelegene Manticore-Schiff. Da machen wir alles weiter bis gehabt. Wir fliegen darüber und hoffen auf das Beste. Können auch, finde ich, ruhig nochmal die Turbotriebwerke einschalten. Das wird eine Weile dauern, bis wir da angekommen sind. Da kann man zwar nicht feuern, aber was soll's. Lenkraketen können wir eh nicht abfeuern. Und mit dem machen wir das genauso. Turbotriebwerke an. Auf Defensive ist dann egal. Und damit greifen wir das Talon-Schiff da hinten an. Und es bleibt nichts anderes übrig, als wie rum fliegen wir. Also wenn wir rechts fliegen, dann links um die Werft herum, aber zwischen dem Talon-Schiff und der Werft, dann könnte das passieren, dass wir von beiden Seiten ins Feuer genommen werden. Ich versuche stattdessen mit dem Schiff ein bisschen links hier hinzukommen, quasi potenziell die Talon von hinten angreifen zu können. Ob das geht, weiß ich nicht. Ich habe echt sowas von keinen Schimmer, aber wir versuchen das mal. Wir steuern mal in die Richtung, okay? Zweimal Turbotriebwerke an, hier auf Offensive, Daedalus-Werft auf Defensive, beide Geschwader haben Kampfbefehl. Und jetzt hoffen wir mal das Beste und schauen uns das mal aus der Perspektive an, von diesem Schiff hier, das ja jetzt wieder dreht und auf die Daedalus zufliegen will und auf unsere Schiffe zu. Mal gucken, was passiert. Oh Mist, Lenkraketen. Volle Packung Lenkraketen. Missiles incoming! Die Daedalus-Werft hat kaum noch Trefferpunkte. Das könnte schon, wenn ich jetzt stattdessen das Geschwader, das hier in der Nähe ist, auf Verteidigung der Daedalus-Werft eingestellt hätte, dann hätte ich womöglich den Einschlag der Lenkraketen verhindern können, weil die dann auf die Raketen gefeuert hätten. So ist die ganze Sache echt heftig.
Aber mal schauen. Das hier, die Nemesis, ist das eine Feindschiff. Hier sind wir mit dem hier, sind in der Offensive. Können jetzt Lenkraketen abfeuern. Und knallen die dem Schiff hier drauf. Das hat zwar nicht als... Hat das andere Feindschiff hat auch schon wieder gedreht. Boah, sind die beweglich. Das hat potenziell eher Lenkraketen wieder als das andere. Da machen wir das anders. Dann feuern wir die Lenkraketen hier rein. Yes, Commander. Schwere Entscheidung. Es ist im Prinzip egal, welches wir angreifen. Wir greifen mal tatsächlich das hier rechts an. Und schauen mal, was passiert. Und ansonsten, beides ist begründbar. Hier ist der Turbo immer noch eingeschaltet. Den benutzen wir weiterhin. Na, das war zu früh. Understood. Ist der Turbo auch eingeschaltet? Wir fliegen knapp dran vorbei. Wenn wir ein bisschen runter schießen, dann können wir... Nein, ich will einfach nur nicht in die Werft hier reinballern. Reinfliegen. Aber so sollten wir hier knapp drüber fliegen, ne? Ohne zu kollidieren. So, so sollte es klappen auf jeden Fall. Ja. Es will weiter in die Talon angreifen. Und hier das Geschwader, das setzen wir jetzt tatsächlich ein. Zur Verteidigung der Werft. Weil es halt gut sein kann, dass diese Nemesis gleich Lenkraketen abfeuert. Sie tut's aber nicht. Jetzt schlagen hier die Lenkraketen ein gleich. Das heißt, hier bleiben wir dran. Hier bleiben wir dran. Das ist weiterhin das Ziel. Und das Geschwader hier. Damit wählen wir jetzt das hier als Ziel aus, denn da schlagen gleich ins Heck die Lenkraketen ein. Da können wir nachsetzen. Wir versuchen, die mal wegzutreiben. Und jetzt sind wir schon in der Offensive. Mit der Lenkzer sind wir weit entfernt davon, noch in den Kampf einzubrechen, einzugreifen. Das heißt, wir ziehen weiterhin auf die Talon hier zu. Mit Turbo, unser Geschwader hier, verfolgt die Talon, das ist auch okay. Das andere Schiff hat weiterhin Turbo und setzt die beiden hier unter Druck. Alles gut. Wie sieht es hier mit der Reparatur aus? Läuft im Schneckentempo. Echt im Schneckentempo. Boah. Ja, da schlagen die Lenkraketen ein. Hinten rum, hinten die Panzerung weg. Gnadenloses Feuer ins Heck rein. Nur noch 17 Rumpfpunkte. Das Schiff da hinten scheint auch wegzufliegen von der Daedalus. Das heißt, unser mutmaßlicher Fehler mit dem ersten Geschwader hier eben nicht den ersten Beschuss durch Lenkraketen zu versuchen, wenigstens abzuschwächen, könnte mit ein bisschen Glück sich nicht rächen. Wir machen alles weiter wie gehabt. Hier gehackt. Wir sollten die Waffenkammer reparieren. Sonst können wir gleich nicht mehr feuern. Mist. Aber die Nemesis würde ich gerne noch weiter erstmal klein kriegen. Wir setzen hier weiter hinterher
und gehen das Risiko ein, nicht zu reparieren, weiterhin hier anzugreifen und weiterhin auf dieses Ziel. Das Geschwader hier bleibt sowieso dran, das ist okay. Und mit dem hier weiterhin Turbotriebwerke, das muss ja gleich repariert werden. Das heißt, die zweite Manticore, die hier rechts von der Werft ist, die kann gleich die Nemesis hier beginnen unter Druck zu setzen, zusammen mit dem Geschwader, das sich dort befindet, bleibt im Turbomodus, könnte auch Lenkraketen abfeuern. Und das machen wir, glaube ich, auch. Wir feuern mal Lenkraketen ab. Auf die da hinten. Oder ist das zu früh und wir treffen eventuell irgendwas Eigenes? Bei Lenkraketen sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Nee, das sollte okay sein. Das sollte eigentlich klappen. Und die hier, da feuern wir auch Lenkraketen auf die Talon ab. Die dreht sich hier nach links weg. Das heißt, wird hier gleich hier so die Breitseite rüber drehen. Hat hinten kaum noch Trefferpunkte. Wir versuchen auf jeden Fall hinten zu bleiben. Also das Geschwader setzt anscheinend unser Geschwader die Talon so in Druck, dass sie nach links versucht zu drehen. Dann machen wir Folgendes und machen tatsächlich eine Kurve hier rüber und versuchen vor den Bug zu kommen. Das müsste den feindlichen Kapitän mit ein bisschen Glück komplett durcheinander bringen. Wir warten mal mit dem Beschuss durch die Lenkraketen noch ab, allein schon deshalb, weil das Geschwader direkt am Heck klebt. Und versuchen erstmal dichter ranzufliegen. Ich vermute, wir können keine Lenkraketen abfliegen, solange wir in Turboreich, solange wir den Turbo eingeschaltet haben, aber ich versuch's mal aus. Nee, so können wir nicht kontrollieren, wo die Lenkraketen einschlagen, ob die wirklich hinten einschlagen. Ich warte noch einen Moment ab. Ich feuere die nochmal nicht ab, sondern wir fliegen einfach so ganz normal hier weiter. Und wie geht es unserer Werft? Repariert? Ist weiter im defensiven Modus, alles gut, alles gut. Ein Nemesis futsch. Die andere Nemesis dreht sich langsam nach links. Da kommen die Lenkraketen, angeschossen von der anderen Manticore, von der hinteren. Die hat... kann noch keine abschießen, aber demnächst ist voll auf Offensive getrimmt. Hoppla. Der Heck ist weg. Das war doch das gehackte Schiff. Der Heck ist aufgelöst. Das kann ich mir nur so erklären, dass das Schiff, das auf uns zuflog, dass das das war, das uns gehackt hatte. Also das Schiff, das wir gerade abgeschossen haben und dass dadurch der Heck hier, der Mechanik, automatisch aufgelöst worden ist. Auch eine Art, dafür zu sorgen, dass man nicht gehackt werden kann, einfach den Hacker umlieten. Hier nehmen wir jetzt aber, lassen wir es beim Turbo. Wir lassen es noch beim Turbo. Und fliegen weiterhin genau auf dieses Schiff zu. Das ist eigentlich okay. Also die einen fliegen so eine Idee rechts davon, wir fliegen so eine Idee links. Nee, die dreht ja auf der Stelle anscheinend. Das ist genau richtig. Genauso lassen wir das. So say we all. Und die bleibt ja ebenfalls dran. Vielleicht eine Idee nach links. Auch links ist die Panzerung jetzt so gut wie weg. Wir versuchen so dicht wie möglich ranzukommen. Desto mehr Feuerkraft können wir entfachen. Und dann noch ein Blick auf die Manticore hier und die Talon. Ach, was macht die Talon denn da? Die kann sich mal geschwind drehen. Hat sich einmal geschwind um die eigene Achse gedreht. Hat hinten die wenigste Panzerung mittlerweile. Das heißt, wir versuchen mal so hier hinzukommen. Weiterhin mit Turbo. Aber auch jetzt mit Lenkraketen. Und beide Geschwader setzen den Gegner weiter unter Druck. Die Daedalus repariert den Hangar, könnte sie jetzt reparieren. Repariert weiter die Mechanik, das ist im Prinzip auch gut. Ja, alles klar.
Und wir schauen uns derweil mal an, was der Feind hier so alles veranstaltet. Jetzt dreht die wieder nach rechts ab. Die Nemesis zieht unser volles Feuer das Heck auf sich. Gleich schlagen unsere Lenkraketen ein. Unmittelbar davor friert die Zeit ein. Nochmal ein Rundenwechsel. Hinten Panzerung futsch, links Panzerung fast futsch, Rumpf nur die Hälfte. Das scheint zu funktionieren. Wir setzen weiterhin hier nach. Unerbittlich. Wir sind hier in der Offensive. Ist wieder gehackt. Wir feuern weiter auf das Schiff hier. Genauso, wie wir es gerade schon haben. Wir setzen genauso nach. Und die dahinter könnte vielleicht sogar schon abdrehen. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Stell euch mal vor, das wird jetzt doch noch zwei und nicht eine Runde dauern, bis die Nemesis vernichtet ist und die würde sich noch einmal drehen und noch einmal Lenkraketen abfeuern. Dann sehen wir verdammt alt aus. Oh, wir können nochmal Lenkraketen abfeuern. Das mache ich sofort. Missiles on their way. Also das sollte doch dann reichen. Obwohl, die sind relativ langsam unterwegs. Wie geht es denn der Talon? Also bis wir da sind, wird ja auch wieder eine Zeit vergehen. Ich bleibe mal lieber hier dran. Können wir hier mittlerweile mit feuern? Mit den Türmen? Nein, der kann echt nicht weit schießen. Was aber auch heißt, dass unsere Türme hier, doch, die reichen knapp zum Feind. Ach, jetzt verstehe ich. Schaut mal, wenn man die Turbotriebwerke eingeschaltet hat, dann kann man zwar feuern, aber der Feuerradius ist sehr begrenzt. Wenn ich den Turbo rausnehme, geht so nicht. Dann kann man gleich feuern. In verschiedenen Stufen, wie gut das funktioniert. Wir können nach hinten und nach vorne feuern. Das könnten die Talon also auch von hinten beschießen. Also ich lasse mal die Turbotriebwerke raus. Nein. Wir machen das doch so. Ich nehme die und drehe mit der links rüber zur Talon. Yes, Commander. Oh, dann können wir nicht richtig drehen. Mit Turbo können wir nicht drehen. Ist nur für den geraden Ausflug gut. Das heißt, wir machen das so. Ja, alles klar. Das ist gut. Turbotriebwerke rausnehmen. Und wir können feuern. Perfekt. Auf die Talon. Perfekt. Und die hier feuert auch weiter. Alles gut. So machen wir es weiter. Bleiben wir mal hier und gucken mal, was hier passiert. Boah, was für schwere Schäden, die Nemesis einsteckt. Was für ein Freudenfeuer hier abgefeuert wird. Großartig. Futsch, da war die Geschichte. Bleibt ein Feind noch übrig. Bei uns unsere Daidalos werft. Sieht so aus, als würden wir hier das Ganze noch schaffen. Wie geht's denn? Die Talon, die ist echt für so einen dicken Pott verdammt geschwind, dreht sich hin zur Werft und versucht die Werft jetzt eine volle Breitseite zu verpassen und trickst unsere Manticore hier aus. Wir drehen uns zum Feind hin, versuchen aber zugleich in dessen... Yes, Sir. Rücken zu kommen, zielen weiterhin auf die Talon, gehen voll in die Offensive dabei. Das ist mir auch. So say we all. Hier können wir gleich Lenkraketen abfeuern.
Können die Türme schon so weit schießen? Ja, die Talon ist schon in Reichweite. Und ja, und hier drehen wir einfach. Hier drehen wir uns rum. So say we all. Understood. Das Geschwader schicken wir ebenfalls zur Talon rüber. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wie läuft die Reparaturen? Wie laufen die Reparaturen hier ab? Ganz gut, die Mechanik ist fast wieder fit. Reparieren wir den Hangar. Und die Talon? Feuert in welche Richtung? Feuert auf die Daedalus-Werft, die auch tatsächlich an Trefferpunkten verliert, aber nicht so einschneidend. Nicht so einschneidend, weil die hat halt eine ganze Menge. Oder hat eine ganze Menge. Da hat jetzt noch 22. Noch 22 Trefferpunkte. Unglaublich. Wir ziehen mit der Manticore hier. Wir bleiben direkt am Feind dran. Ist mir auch egal, was die an... Die soll ruhig das Feindfeuer auf sich ziehen. Mit der anderen. Lenkraketen. Feuerfrei. Hier schalten wir den Turbo ein. Understood. Mal weiter schauen, was passiert aus der Perspektive dieses Talon-Schiffes. Feuert im Augenblick gar nicht. Versucht nur abzuhauen. Wahrscheinlich mit Reparaturen beschäftigt. Nur noch 8 Trefferpunkte. Alles gut. Alles gut. Jetzt schlagen die Lenkraketen ein. Ja. Geschichte. Dieser heimtückische Angriff der Zylonen. All Dreadus contacts are clear. We are go to jump to Helios Gamma, sir. I'll sleep better when I can see the Ragnar clouds again. I don't think I've had more than 4 hours of rack time since Pi gone. We aren't safe yet. I want the Daedalus in Helios Gamma before we're attacked again. Yes, Admiral. FTL drives are spooling. Commander, we'll jump on your word. Weiter geht es mit Überlichtgeschwindigkeit. Hier seht ihr die Kampfstatistik. Wir haben doch einiges erlitten. Wir haben kein Schiff verloren. Die Werft. Der geht's nicht so gut. Die Geschwader, die Schiffe wurden automatisch repariert. Ihr seht ja es nach der Schlacht. Wie das mit den Reparaturen der Werft jetzt stattfinden soll? Keine Ahnung. What happened at PyCon and Caprica is unacceptable. If we're to get a handle on this war, we need offensive forces out there actively repelling these Cylon incursions. Commander, small strike groups may suffice for scouting, but to defend the colonies, we require full capital fleet groups led by officers of colonial fleet. Wir brauchen neue Offiziere, mehr Offiziere, die unsere Flotten kommandieren können. Die können und sollten wir uns jetzt auch holen. Neues Feature, das jetzt freigeschaltet wird. Das war diese Schlacht hier. Ich muss jetzt ein kleines bisschen eine kleine Beichte ablegen. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht mit der Reihe hier. Weil ihr kriegt mit, es macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe auch den Eindruck, es gibt eine recht große Gruppe von euch, die diese Serie hier, diese Videoreihe mit großer Begeisterung verfolgt. Das Spiel erscheint ja am, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 31. August. Das heißt in ungefähr 3 Wochen.
Mein Problem ist, das Video hier, das veröffentliche ich. Ich will es euch mal kurz erklären, damit er nicht denkt, ist WB völlig durchgeknallt, dass er ein solches Spiel möglicherweise, Betonung möglicherweise, nicht weiter zeigt. Ich weiß es in diesem Augenblick echt noch nicht. Dieses Video hier erscheint am 13. August, am selben Tag nehme ich das auch auf. Ab dem 14. August zeige ich ein dickes, fettes Preview-Let's Play von einem Rundenstrategie-Runden-Taktik-Spiel, bei dem ich weiß, dass es auf riesige Neugier, auf riesige Vorfreude bei ganz vielen Leuten von euch stößt. Ein Spiel, das ein paar Wochen später erscheinen wird und wo ich auch, wo diese Videoreihe auch heiß erwartet wird und wo ihr zu Recht erwartet, dass, wenn ich einen Preview-Key habe, auch ganz viele Videos davon zeige und nicht nur jeden Tag ein oder zwei. Das habe ich vor, ich habe schon angefangen aufzunehmen und diese Reihe wird starten am 14. Entschuldigt, dass ich den Titel nicht nenne, aber ich denke, 99% von euch wissen, wen ich hier oder was ich hier meine. Und zeitgleich dazu findet ja die Woche darauf die Gamescom statt, vom 21. bis zum 27. August. Da bin ich voll beschäftigt, bin an jedem Tag da und treibe mich darum im Fachbesucherbereich und treffe mich mit Entwicklern und nehme Videos auf oder Interviews mit den Entwicklern. Auch das bin ich schon am Vorbereiten und drumherum gibt es jede Menge andere Preview-Reihen, teils kürzer zu mehreren unterschiedlichen Spielen bei mir. Das heißt, ich bin im Grunde genommen von morgens bis abends komplett beschäftigt. Arbeite auch am Wochenende durch. Das erzähle ich nicht, um mich zu beschweren. Es macht mir ja auch Spaß, aber ich bin halt nur eine Person und ich weiß nicht einfach, ich weiß beim besten Willen nicht, ob ich es auf die Reihe kriege, in den nächsten Tagen hier noch weitere Videos von der Reihe aufzunehmen. Dazu kommt noch ein Punkt, den können vielleicht einige von euch nachvollziehen, andere nicht. Ich weiß, wenn ich meinen Kanal zu spamme mit ganz vielen Videos, also nicht nur die üblichen, vielleicht 2, 3, 4 pro Tag, sondern noch mehr. Ein Teil der Leute von euch freut sich darüber, ein Teil wird da aber ein bisschen sauer und beschwert sich bei mir, weil sie halt sagen, wir würden gerne alles sehen, wir können aber nicht alles sehen, das ist zu viel. So viel bekommen wir einfach nicht geguckt und es gibt tatsächlich Leute, die dann ein bisschen motzig reagieren und ich kann es auch da nicht jedem recht machen und deshalb versuche ich auch den Kanal nicht so komplett so zu spammen. Ne? Also ich weiß, rund um dieses andere Preview-Let's Play wird es jetzt sehr viele Folgen geht jeden Tag werden und ich kann nicht 7 oder 8 Videos am Tag veröffentlichen. Ich kann sie weder veröffentlichen, produzieren, noch weiß ich, ob euch das überhaupt gefällt und deshalb Ende offen. Kann sein, dass diese Reihe fortgesetzt wird, kann sein, dass nicht. Ich weiß es definitiv im Augenblick nicht. Chancen 50-50, verfolgt den Kanal, guckt, was passiert. Und schaut auch mal in das, und wenn es fortgesetzt wird, dann werde ich das nächste Video jetzt hier einblenden, sobald ich das weiß, am Ende dieses Videos, oder ihr verfolgt die Playlist, die gibt es auch, die wird so lange angezeigt, wie ein nächster Teil nicht feststeht. Lasst euch überraschen, ich werde mich auch überraschen, und falls nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel, falls ihr es euch selber holt, könnte ich euch nicht verdenken, weil ich finde, das ist ein echt hübsches Spiel, echt richtig hübsches Spiel ist dieses Battlestar Galactic Deadlock geworden.